Welkom naar een korte antwoord van de grote vraag. De vraag van vandaag is, wat kan we depression en wakom? So wat is depression? Dat is een treur gaan, dat is onhoopning zijn en dat is wit opvallen van God en van anderen. Viele mensen hebben het een bijspel gebruikt van het eerste beetje als een donker wijk, wat Eva hem is en dat is amadista en hij weet niet waar hij weer wordt gaan. Ik geloof David dat het ook zeer goed erklaren wat bedrekt zijn of depression of gelegenheid is. In Psalm 143, de eerste vijf versen, dat zegt het dit. O Heer, hier mijn gebed. Heer, waar ik in genood bed. Wilt du wahrhaftig en gerecht best antwoord mij? Go met dienen knecht, niet in dat gerecht, wilt ver die als geen levendje gerecht. De Feind verfolgt meine Seele und hat mein Leben in der Erde verkleint. Er merkt mich in den diesen Sätten, so als die, die auch lang dort sind. Du wängen als mein Jes ganz schwach in mein Hort mautlos. So, wie kann ich Depression oder Bedrecksdannen überkommen? Der erste Ding ist die Wort Hauptfilm. Das meint dann, dass die Wort Matten und Flächen Doktor sein, zum sein, dass dein Körper gesund ist. Irgendwann bin ich nicht gesund sein, dann kam Depression von dort. Das ist wichtig, dass du ein Seilsauer sein darfst. Was ist der Seilgrund, für warum du depressed bist oder bedrückt bist? Und ein Seilsauer kann die Fährten halten, dort aufhängen, wo das ist. Wenn du auch nicht vielleicht verantwortlich bist, für warum du bedrückt bist, du bist verantwortlich, um dort zu kommen und Plan merken, mit anderen erhaupt, dort zu kommen. Das zweite Ding, was ich würde sagen, ist Siegfreiheit von der Sklaverie, was Sinn der Ewa uns hat. Und wir fingen die Freiheit bloß in Christus. Jesus sagt, wenn er dort klar merkt, dass er sein Evangelium ist. In Lukas Kapitel 4, 18, 19 sagt es, ist das. Den Herrn sind jetzt rüht ab mir. Weil er hat mich gewählt, die Oma dort Evangelium zu predigen. Er hat mich geschickt, die mit den Gebrechen das Hort zu heilen, die Falsch genommen hat. De predigen dat zij vrij en los zijn en de blinden dat zij zijn kennen en die de wingen drek zijn en vrij te stalen en te zijn dat God zijn genodendjaar gekomen is. Zo dienen je danken, dienen zeil, wanneer die een zware lood van schond of zind of weide om het reën dat, die worden niet uithouden kan, amma. En dat is dan wichtig dat wij loskomen voor de dingen wij ons wat ons doorhalen doen, zodat we vrij kunnen zijn in Christus. En Christus, en Christus alleen, kan de keten fijn kielen, dat we werkelijk vrij zijn in hem. Eindelijk wat ik wil zeggen, is dat het wichtig is dat we niet ons leven buren aan waar we ons feilen, leven aan dat wat we weten en vertrouwen als de waarheid. De Bijbel leert ons in 2 Korinther kapitel 5, de 7e vers, dat we wandelen niet an wat wie seinen, aber der ans Glauben. Und es sind Tiden, wo wat wie weiten erste Wort hat, wat ganz anders sein ist, wo wir ans feiern. Dann macht wir die Entscheidung merken, wann es noch schwer ist, dann die Wort hat, an die Wort hat haben und nicht an, wo wir ans feiern dann. Wir machen entscheiden, dann glauben und vertrauen, dass Dinge wollen besser werden. Wenn wir ganz abgeben dann wollen wir bis wieder und wieder träg fallen und dreipa in Betrachtung kommen. Ein Ding, was ich würde Mut geben, ist, wenn du die Betracht fallen lässt, wenn du depressed bist, geh wieder zu Gott, was du kannst. Leib was ganz abgeben, da was du kannst. Vielleicht sind die Dinge, wo du bloß ein paar Dinge kannst, die bist du meiden, kannst wenig tun, aber ein Ding auf einmal tun. Und dann, wenn du was Gott lässt, da wird Talen sitzen gewähren. Und dann das letzte Ding, du nicht ernst eine große Entscheidung merken in deinem Leben, wenn du sehr bedrückt bist. Und das meint auch, wenn du kämpfen darfst mit dir selbst das Leben nehmen, sagt Help, reg ut nach anderen, so dass ohne dich helfen kann. Ich will schließen mit 1. Petrus Kapitel 5, der 7. Vers, das sagt es dort, schmied alle jüne Sorgen ab am, der sorgt für jüne. Dankeschön für von dir, mit mir merken, und Gottes Segen.